So, meine Freunde, weiter geht's mit Let's Play Assassin's Creed 4. Ich bin ruhig, die reden gerade. Observatorium, wo du selbst den Schatz in der Hand hältst. Torres weiß nicht, dass ich ihn habe. Warum bringst du es ihm und riskierst es zu verlieren? Er soll wissen, dass ich es habe, bevor er stirbt. Edward, unsere Bucht wird von einer Flotte blockiert. Ei, die Armada. Das sind Torres und seine Männer. Und was genau gedenkst du nun bitte zu tun? An ihnen vorbeisegeln. Aha, wo müssen wir genau hin, wenn ich fragen darf? Die Dinger, die können wir doch wohl platt machen, oder? Pff, lächerlich. Die hauen wir zusammen. Da machen wir doch gar nicht lange rum. Ich bitte euch. Kriegsschiff. Feuer! Stufe 36 oder so. Das ist ja voll lächerlich. Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Es ist ein Kriegsschiff! Werft die Top- und Rahmsegel! Bob Mercer. Kanone, Feuer! Feuer! Ja! Scheiße, die Welle. Da, Mercer! Feuer! Präsentieren sich uns! Feuer! Lassen Sie dafür bezahlen! Fuck, komm, dreh dich. Einholen und aufgehen! Feuer! Weiter! Feuer! Bloß nicht stehen bleiben! Flaggen eingestellt, Captain! Feuer! Das wäre genau das Falscheste, was wir machen können. Feuer! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Da, Captain! Da sind sie auch! Na, geben wir hier nochmal einen mit. Wir kommen diese blöde Welle nicht rauf. Warum haben wir die brennende eigentlich? Bereit zu schießen, Sir! Ah, warte, was hatten die dabei? Das können wir jetzt gar nicht angucken. Ach, wisst ihr was? Sie geht gleich unter! Bringt ihr sie schon wieder? Hm? Ja, Sichter. Macht euch bereit! Bumm. So, die hatten nicht wirklich viel dabei. 1000 Real da. Boah, was ist das für eine Welle? Alter. Krass. So, wir müssen nach rechts dahinter. Nach rechts dahinter. Nach rechts deutsch. Das ist so krass, die Wellen. Ah, jetzt ist es vorbei. Von Backbord, Sir. Menschliches Treibgut, Captain. Na toll, die hatten jetzt seit 100 Metall gehabt. Unsere Crew ist relativ... Ich möchte jetzt nicht am Arsch sagen, aber Isse. Immerzu ein Dorn. Los geht's, Leute. Rang 799 in der bestenliste Community-Herausforderung. Oha, nicht schlecht, oder? 799 von x Millionen Leuten, wo die spielen. Finde ich cool. Wer ist dieser Torres? Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Die Rogers und Tornigo. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen kann. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst bleiben und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und teilt es nicht, er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Ei, genau so. Ich verstehe. Okay. Die Küste erreichen. Huh? Ach, unsere vollbusige Dame. Es ist Nacht. Ich hätte Soldaten oh, nee, dergleichen nicht. Erwartet. Vielleicht sind sie schon fort. Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. So, ich möchte uns jetzt erstmal schnell noch dieses Schnellreiseziel sozusagen.
holen. Und zwar durch den Aussichtsturm. Wissen wir ja. So, Leute, ich könnte euch so zusabbeln, aber ich halte mich gerade irgendwie so extrem zurück. Also ich hatte zwischenzeitlich, habt ihr ja mitgekriegt, mehr oder weniger keine Lust mehr auf das Spiel, aber jetzt habe ich da mal die letzten Wochen und Tage, sage ich mal, ordentlich gezockt und ich muss sagen, geil. Ich habe halt immer dummerweise dieses Assassin's Creed 2 Revelations Brotherhood Gefühl. Schaffen wir das oder sterben wir? Ich hoffe lieber mal so. Und deswegen, ja, ist es halt alles irgendwie nicht so cool. Es ist brutal gut, aber nicht so gut. Jetzt ist das Schnellreiseziel freigeschalten, sehr gut. Also hopp rein da. Soldaten da vorne. Was sollen wir tun? Sieh dir das an. Kadaver meilenweit. Sie kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Scheiße. Es ist nicht schön, was die hier abliefern, deswegen will ich das euch jetzt auch gar nicht unbedingt zeigen. Und tschüss. Die haben ja eigentlich immer Sachen dabei, genau sowas. Die Templer sind schon Schweine. Gut, wir haben sie aber ja. Eigentlich haben wir die ja auch, die Wächter, getötet. Hopp. Achso. Ah, toll, jetzt ist das Sperrgebiet. Boah, was haben die gemacht? Warum ist hier so ein komischer roter Schleier? Töte ihn doch. Zeit für eine Beschneidung. Was denn du für eine, Alter? Voll die durchgeknallte. Die haben sich halt hier wahrscheinlich über Jahrhunderte eingelebt. So die Hüter des Observatoriums. Und die oder wir machen das innerhalb von kürzester Zeit kaputt. Ist ein Beispiel auch für die aktuelle Welt, sage ich mal. Müsst ihr mal auf die Seite in Facebook Killuminati gucken. Das befasst sich mit solchen Themen und wie der Staat uns verarscht und alles. Später ein. Ich erzähle es dir, wenn wir fertig sind. Das ist teilweise wirklich extrem. Das ist, wie uns der Staat verarscht, also. Respekt dafür, dass wir das eigentlich mitmachen. Für unsere geniale Rasse, was wir eigentlich darstellen sollten. Oder was wir sein könnten. Jetzt passiert irgendwas. Heilige Mutter Gottes. Ist das der Ort, den wir gesucht haben? Ja. Hi. Halte hier Wache. Niemand darf mir folgen. Hoffentlich überlebt die das. Scheiße. Achso, das rutscht hier einfach weiter raus.
Perdóname, por favor! Tut mir leid. Shit, ich hätte da vielleicht doch mal hinspringen sollen. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Beim besten Willen. Aha. Ah. Scheiße. Ernsthaft dahin? Ja, aber hier komme ich auch nicht. Komme ich ja nur wieder zurück oder darüber. Und ich muss hier da runter. Jetzt auf die Seite. Schaffe ich den Sprung? Ja. Oh. Passt. Hemos activado algo. Kommt nur her, Kinders. Ich zeige euch, was es heißt, sich mit den Assassinen anzulegen. Ich hab gedrückt eigentlich. Boah, geil. Komm jetzt her. Stirb. Die gefallenen Hüter befreien. Und noch irgendwas war da gestanden. Hochziehen. Schneller, einfach voll durch. Klasse, soll ich wissen, dass da was kommt? Der leere Keller hatte Erfolg. Schön. Die ganze Flottenmissionen da jetzt. Also da denke ich, kann ich jetzt halt nicht durch. Scheiße. Woher soll ich das denn wissen? Alles andere als cool. Nein, nein, nein! Ach, fuck. Entschuldigung. Ach komm, ich stelle mich doch normal nicht so blöd an. Okay, also da kann ich auf jeden Fall rüber. Da kommt's auch wieder raus, glaube ich. Ne, da ist alles gut. Aber nach drüber. Jetzt warte ich hier mal. Okay, dann kann ich hier... Ach, der Hupf ist da automatisch... Tuft.
hier darüber. Ich dachte, er geht jetzt erstmal um die Ecke und ich muss so einen Rückwärtssprung machen. Das ist schwer, Leute. Wenn man sich so anstellt, wie ich natürlich, ne? So, über diesen zweiten Strich müssen wir kommen. Ich muss was trinken. So, hier hin, dann hoch, dann warten. Dann hoch, dann dahin, dann warten. Sicherheitshalber. Dann hier hin, dann warten. Dann hüpft er da ernsthaft drüber. Dann warten wir hier. Okay, ne, da passiert nichts mehr. Ich das jetzt hoffentlich auch richtig gesehen habe. Da ist er doch. Wartet, Entschuldigung. Ich möchte schauen, ob wir den irgendwie durch Luftattentat töten. Oder so. Ich kann natürlich nur springen, wenn das Schild weg ist. Mysterien, die deine kühnsten Vorstellungen überschreiten. Aha. Na, jetzt hat. Und tschüss. Captain Kenway. Immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übel wett, als ich selbst je beging. Nun, daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher. Jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja. Nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Torres hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torheit. Etzavoltes utukila. Ka venen. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Hier waren Gefäße, als sie zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich aber. Erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche an.
Mission beendet. Erinnerung 4. Immerzu ein Dorn. Geile Mission. Schwer und abgehoben. Gibt 5 Sterne von mir. Wie ein Neuanfang. Sequenz 12 beendet. Aber wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Nicht in dieser Epoche jedenfalls. Ich wünschte, ich könnte das alles erklären. Aber es bleibt nicht viel Zeit. Die Kurzfassung ist, du hast meine geliebte Juno gesehen. Und für einen Moment dachte ich, sie würde deinen lieblichen Körper einnehmen. Aber irgendwas ging schief. Und jetzt ist sie wieder da draußen, ziellos. Oh, sie war absolut hinreißend. Aus einer Rasse bildschöner, wunderbarer Kreaturen. Sie haben euch erschaffen. Wusstest du das? Dein Volk war nur ein Werkzeug für sie. Das ist alles, was ihr war. Alles, was ihr je sein solltet. Nicht mehr lang, hoffe ich. Denn die Welt ist schon fast reif für ihre Rückkehr. Vernetzt. Bereit für ihr zweites Kommen. Oh, oh. Da kommen sie. Diese Templer. Oder vielleicht die Assassinen. Idioten! Alles ab! Ich beneide dich. Es war ihr Wunsch, dass ich sie hier begrüße. Es war ihr Experiment, das meine Wiedergeburt ermöglichte als eins von diesen Dingern. Und bleiben! Auf den Rücken legen! Sofort! Er ist bewaffnet! Führe mich in das Grau, Geliebte! Ich bin dein Instrument! Waffe fallen lassen! Runter damit! Weg mit der Waffe! Sicher! Sicher! Prüf den Puls! Er verblutet! Zeig das Opfer! Sind Sie okay? Können Sie mich hören? Hallo, sagen Sie etwas. Sind Sie okay? Sie sind wach, Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Können Sie aufstehen? Gut, versuchen Sie zu laufen. Geht ja. Der Doktor war hier. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Das Mittel in der Spritze war weit, weit unterhalb der tödlichen Dosis. Das alles tut mir so furchtbar leid. Einfach alles. Unsere Beweise wiesen alle auf sie. Dabei ging alles von John aus. Gott, was er alles auf seinem Rechner hatte. Was immer sie... Entschuldigung. Sie bekommen es. Das war wirklich gute Arbeit. Wo wir davon sprechen, unser Trailer ist fertig. Wollen Sie ihn sehen? Das schulde ich Ihnen. Das hätten wir. Er ist jetzt in Ihrer Datenbank. Sie können ihn hier ansehen oder im Animus. Sie werden ihn mögen. Er fängt tatsächlich den damaligen Zeitgeist ein. Bis bald. Und nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, da kann ich ihn nicht anschauen. Wenn Piraten die Weltmeere beherrschen, erkennen diese Männer... Nichts ist mehr heilig und die ganze Welt dreht sich nur um Rum. Beute und Frauen. Hola, Ladies. Diesen Sommer brechen sie mit Abstergo Entertainment zum Abenteuer ihres Lebens auf. Schärfen sie ihre Entermesser, polieren sie ihr Holzbein und segeln sie mit den Teufeln der Karibik. Die Altersfreigabe steht noch aus. Devils of the Caribbean, ja, so ein Gelaber. Zum Animus zurück, eben, das halte ich auch mal für äußerst sinnvoll. Und, naja, was jetzt? Sag was, Idiot, sieh das Licht. Ist das nicht die Batterie? Ich glaube, das ist die Batterie. Hallo? Hallo? Entschuldige,
Mein Name ist Sean und da hinten ist Rebecca, meine Komplizin. Hallo. Verflucht gute Arbeit vorhin, meine ich ganz ehrlich. Uns all diese Daten zu beschaffen, ist nur bedauerlich, dass unser Kontaktmann hier drin so ein, Fanatiker war. Das trifft es wohl, schätze ich. Wir nehmen, wen wir kriegen. Genau, sehr gut gesagt. John erschien uns als gute Gelegenheit, tiefer in die Cloud-Server von Abstergo einzudringen und... Der redet schon mit mir, oder? Wir ergriffen sie. Nur wussten wir leider... Ja, Ruhe. Erfolg freigeschaltet, alles ist gut. Was mich jetzt noch mächtig interessieren würde, ist, was in dem Brief stand, das uns unsere Dame geschrieben hat. Den uns unsere Dame geschrieben hat, Entschuldigung. Great Inagua, Oktober 17.22. Gentlemen, wie gefällt es euch hier? Es wird uns sicher reichen. Doch unser Ziel muss es sein, uns noch weiter zu verteilen. Unter den Menschen, die wir schützen, zu leben und zu wirken, so wie Altair ibn La'ahad es uns lehrte. Nun, bis es soweit ist, nutzt es nach Belieben. Edward, Captain Woods Rogers Wunden sind verheilt. Er ist wieder zurück in England, entehrt und verschuldet, bleibt aber gefährlich. Das erledige ich bei meiner Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Namt Anne. Edward? In den nächsten paar Monaten segle ich nach London. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mitkämst. England ist die falsche Richtung für eine Frau aus Irland. Bleibst du hier bei den Assassinen? Nein. Ich habe nicht die Überzeugung im Herzen. Und du? Irgendwann, ja. Wenn mein Geist zur Ruhe kommt und mein Blut sich abkühlt. Schiff voraus! Es nähert sich der Bug! Du bist ein guter Mann, Edward. Und wenn du es einst länger als eine Woche an einem Ort aushältst, bist du auch ein guter Vater. Oh, oh, the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I had, they're sorry for my ghost. Scheiße, wie geil ist das denn? Haben die wohl geschrieben, dass sie kommen? Ach, das ist ja der Hammer, Leute. Also so, damit hätte ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist unsere Tochter. Geil. Richtig geil. Ich kann das jetzt hier noch sogar lenken. Holt sie nieder, raus aus dem Benz! Ich lasse jetzt einfach. Los, Segel setzen! Ja, Leute, damit sind wir durch mit Assassin's Creed 4. Die schwarze Flagge wurde gehisst. Wow. Ich bin baff, Leute. Ich bin wirklich baff. Das Spiel war ja wirklich so geil.
Ich hoffe, ich habe das euch rübergebracht. Als vorneweg, bevor ich jetzt hier lang das Sammeln anfange, möchte ich euch natürlich erstmal recht herzlich danken für jedes Kommentar, jeden Daumen nach oben und für überhaupt, dass ihr das Video geguckt habt. Konntest du schon immer ein Boot segeln? Die Jackdaw ist ein Schiff, Jack. Kein Boot. Aber hast du es denn gekonnt? Nein. Nein, erst als ich Bristol verlassen hatte. Ah, als du Mom. Ich hab deine Mutter nicht. Ich ging jedenfalls nicht ohne Verabschiedung. Es war eine Abmachung, weißt du, zwischen deiner Mutter und mir. Sie sagte was anderes. Sie sagte, du sprachst immer davon, ein Boot zu segeln und in der neuen Welt reich zu werden. Ich wollte immer ein Schiff segeln. Das stimmt. Aber nicht zum Spaß, sondern für uns. Damit sie versorgt ist. Und du? Ich nicht. Mom sagte, du wusstest nichts von mir. Du hättest nur einmal im Jahr geschrieben und sie hätte nie gewusst, wo du gerade warst. Das ist wahr und es tut mir sehr leid. Hätte ich es früher gewusst, wer weiß. Vielleicht wäre ich gekommen. Ich hoffe es. Nun, du hattest zu tun. Da bin ich sicher. So war es doch. Das wäre egal gewesen. Kann ich dein Boot steuern? Boot? Ich sehe kein Boot. Du etwa? Geil. Schiff, das weißt du doch. Ich sehe da sowieso keinen Unterschied. Ah, dabei ist es ganz einfach, Jim. Ein Schiff kann ein Boot tragen. Aber ein Boot kann kein Schiff tragen. Na, dann ist doch alles ein Schiff. Ob groß oder klein, außer mein Spielzeug. Das, mit dem ich immer baden gehe. Das hast du sehr klug beobachtet. Ist es schwer, über Caroline zu reden, Jenny? Über deine Mutter? Nein. Sie starb vor vielen Jahren. Sie fehlt mir sehr, doch das geht schon. Hatte sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sie war eine ganze Weile sehr glücklich. Dann nicht mehr so sehr. Da habe ich sie kaum noch gesehen. Und dann war sie fort. Das tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Ach, schon gut. Jetzt bist du hier. Und wir erleben Abenteuer. Aber nur ein ganz kleines, hoffe ich. Ich vertrage keine großen Überraschungen mehr. Glaubst du, wir sehen ein Wal? Ja, das ist sehr gut möglich. Hm. Und was ist mit Piraten? Werde ich Piraten sehen? Nein. Das ist sehr unwahrscheinlich, denke ich. Oh, das ist schade. Ich hätte so gerne einen gesehen. Vor dir steht einer. Sobald sich der Wind etwas gelegt hat, darfst du die Jackdaw steuern. Ein Abstecher ans Ruder, bevor es dunkel wird. Oh ja! Da war dein Wal. Es geht noch weiter, ach so. Miss Jennifer Kenway, darf ich mich euch vorstellen? Jennifer Scott, wenn's recht ist. Verzeihung, ich... Meine Tochter wuchs bei ihrer Mutter auf, Caroline, bis sie vor ein paar Jahren verstarb. Jenny zieht ihren Namen dem meinen vor. Ah, verzeiht meine Unkenntnis. Ich schon, sie vielleicht nicht. Vater, hilf mir! Der kleine Rotzlöffel dagegen ist ein Kenway. Was ist los, Hatham? Ich kann die Bühne nicht sehen. Hoch mit dir. Besser so? Ja, doch wird dein Arm nicht müde? Hey, so alt bin ich noch nicht. Und falls ich ermüde, können wir ja gehen und deine Mutter treffen auf eine Schokolade bei White's. Wie klingt das? Ja, bitte. Gut, still jetzt. Der hat den jetzt nicht ernsthaft Hatham genannt, oder? Ist das Vierer die Vorgeschichte zum Dreier?
Das muss ich gleich mal googeln. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, falls es noch mehr interessiert. Aktion abgeschlossen auf Uplay. Plus 30 Uplay Points. Und was genau? Keine Ahnung. So, jetzt kann ich aber reden. Was ich sagen wollte, ich wollte jeden von euch danken, jeden Einzelnen. Insbesondere der iPod-Tweaks, wenn ich es auch immer noch falsch aussprechen mag. Du hast die meisten Kommentare geschrieben, du warst am fleißigsten dabei und hast dich mächtig gefreut, wenn neue Folgen kommen sind. Cooler Junge, oder Dame, ich weiß nicht genau. Ich gehe mal von Junge aus. Danke dafür. Ansonsten natürlich jedem Einzelnen, für jeden Daumen, für jeden View, für jedes Abo, das durch Assassin's Creed reingekommen ist. Und allgemein noch alles, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich bitte euch jetzt, schreibt in die Kommentare, was ich schlecht gemacht habe, was ich besser machen könnte und vielleicht auch, was ich gut gemacht habe. Gebt mir allgemeines Feedback zu dem Projekt. Das würde mich richtig, richtig interessieren. Jetzt gibt's noch von meiner Seite kurz ein Feedback zu dem Projekt, wie ich das Spiel fand. Und dann ist aber auch Schluss hier. Story. Zögerlich. Es hat alles ziemlich lang gebraucht und ging dann dem Ende hingegen extrem schnell alles. Es war teilweise immer das gleiche, finde den, verfolge den, belausche den, töte den. Das fand ich jetzt persönlich nicht so gut, aber das ist halt Assassin's Creed typisch. Ich fand, es waren ziemlich wenig solche Kletteraktionen. Im Zweier zum Beispiel gab es mehr und im Einser. Es war so wenig, das ist immer so extrem, finde ich teilweise, dieses Templer-Assassinen-Krieg. Klar, es gehört dazu, aber ich fand es jetzt hier in dem Teil ein bisschen krass. Das Piraten kam meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig raus. Ich bin jetzt auf Unity, extrem gespannt, spielt ja Frankreich und so. Bin ich gespannt. Also ansonsten war die Story, ich sage jetzt mal von 10 Punkten, gebe ich 8. Sozusagen. Grafik, Oberhammer. Teilweise wirklich schön. Ich hätte mir ein paar mehr Effekte gewünscht, also 9 von 10. Gameplay, ja, Assassin's Creed typisch, 10 von 10, klar, gibt's nichts dran zu ruckeln. Einfach gut. Ansonsten gibt's eigentlich, denke ich jetzt mal, dazu gar nichts zu sagen. Ich verabschiede mich jetzt von euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt den freien Tag noch, oder euren Tag, sage ich jetzt mal, ich weiß ja nicht mal, was für ein Tag das hier rauskommt. Wir sehen uns in unserem nächsten Projekt hoffentlich. Und ich hoffe, es hat euch natürlich extrem viel Spaß gemacht. Falls ja, hinterlasst ein Abo bzw. einen Daumen nach oben. Hat es euch nicht gefallen, schreibt, warum es euch nicht gefallen hat und gebt einen Daumen nach unten. Und jetzt empfehle ich euch kein Video von mir, sondern geht raus, habt Spaß, trefft Freunde, fahrt Inliner, fahrt Fahrrad, macht sonst was. Nicht nur mal ein Leben vorm PC, geht auch mal raus an die frische Luft. Wünsche ich euch guten Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.